Hi Kijis und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin Misha. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin sehr froh, dass du heute hier mit am Start bist. Wir machen was sehr Cooles oder ich zeige euch was Cooles. Und zwar habe ich 5 Paletten rausgesucht aus meiner Schminksammlung, wo ich finde, dass Preis-Leistung wirklich gigantisch ist. Das heißt, ich benutze die Paletten, denke mir, wieso kosten die nur so wenig, weil die entweder bombpigmentiert sind, sich schön ausblenden lassen, angenehm mit denen zu arbeiten und dann nur so wenig kosten, was mich echt schockiert. Und falls ihr die irgendwo sehen solltet, könntet ihr theoretisch zuschnappen, falls euch das Farbschema zusagt. Und ja, ich würde gar nicht mehr um den heißen Brei herum reden, sondern um den heißen Brei reden. Und ich würde sagen, starten wir mit den Paletten, ne? Auf Platz 5 habe ich diese Palette rausgesucht. Das ist die Palette von LA Girl Haut Heat Palette. Die könnt ihr bei Beauty Bay bestellen. Das habe ich auch gemacht. Und die Palette hat 16 Farben, einen großen Spiegel und sie ist auf Platz 5. Sie kostet ungefähr zwischen 17 und 22 Euro, je nachdem. Ich habe sie damals für 17 Euro gekauft und das ist meine erste LA Girl Palette und die ist wirklich Bombe. Also die sind wirklich sehr gut pigmentiert. Also wirklich ein Traum. Also ich finde das so, so unglaublich schön. Du kannst wirklich sehr schöne und einzigartige Looks machen. Du hast so viele Möglichkeiten. Die Palette gibt es auch in Neutral, also relativ softer. Ich habe mich für die entschieden, weil die Hälfte einfach ein bisschen krasser ist. Die Palette gibt es auch komplett mit Alltagstönen. Also falls sie euch zusagt, dann gönnt sie euch. Also ich finde sie echt gut pigmentiert. Ich war ein bisschen schockiert, dass die nicht gehypt wird. Ich habe sie nur gekauft, weil mich wirklich das Farbschema angesprochen hat. Aber ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand über diese Palette redet. Ich muss meine Finger jetzt sauber machen. Und auf Platz 4, ich wusste nicht, ob ich sie euch zeigen sollte. Und das ist einmal die Palette von Rival de Look, die Beauty Booster Palette. Die kann man, soweit ich weiß, gar nicht mehr kaufen. Das war eine Rossmann LE. Also von Rival de Look eine LE. Und ich weiß nicht, ob man sie vielleicht noch bei Rossmann online bekommt. Ich sehe sie aber immer mal wieder, dass Privatleute die verkaufen auf Facebook oder so. Deswegen, falls ihr die sehen solltet, würde ich euch raten, zuzustoppen. So schaut einmal die Palette aus. Die hat 5 Euro gekostet und die ist bombastisch gut. Die ist richtig, richtig gut und ich war so schockiert, wie die funktioniert. Ihr habt so schöne Töne drin. Also hauptsächlich warme Rosé-Töne, aber geil, wirklich richtig geil. Also die hätte auch 15 bis 20 Euro kosten können. Also vom Packaging her wäre es vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger, weil das ist ja dünnes Plastik. Aber wenn die 15 bis 20 gekostet hätte, hätte es mich nicht gewundert von den Lidschatten her. Dann auf Platz 3, viele kennen sie, sehr viele. Und das ist einmal die Hallo Berlin Palette von Essence. Das ist, finde ich, von dieser ganzen Palettenreihe, diese Städtepaletten, wirklich die beste bis jetzt, finde ich. Ich habe 2, 3 Stück noch. Und genau, so schaut einmal die Palette aus. Wir haben Grüntöne, wir haben einen Warmton drin und wir haben noch so hellere Töne drin, die sehr gut, verdammt gut sogar für die Drogerie pigmentiert ist. Ich glaube, die kostet 7,99 € und dafür die Grüntöne sind wirklich Bombe. Die fühlen sich sehr schön butterig an. Ich zeige euch hier auch nochmal einen Schimmerton. Wirklich mega schön. Ich war auch so ein bisschen schockiert, wie schön das performt. Das hätte ich nie gedacht. Also viele Marken haben Probleme mit Grüntönen und Essence haut einfach richtig schöne Grüntöne raus. Ich finde, mit der Palette kann man richtig gut arbeiten. Was ich hier sagen muss, mir fehlt hier ein bisschen so ein mittleres Braun. Also das, da denke ich mir, das ist mir ein bisschen zu arg warm, meiner Meinung nach. Das ist der einzige Kritikpunkt an der Palette, aber für 7,99 € richtig gut. Falls ihr überlegt, euch grüne Lidschatten ranzuholen, dann holt euch die, probiert da die grünen Lidschatten aus. Und auf Platz 2 zu einer Palette, die total unterschätzt wird, ist einmal die hier, die Make-up Revolution Forever Flawless Palette. Also das ist die Reihe Forever Flawless und die Palette heißt Decadent. Junge, Junge, Junge. Also ich verlinke euch mal das Video, wo ich sie benutzt habe. Wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Es ist, wie man sehen kann, eine Warmtone-Palette, die aber richtig gut pigmentiert ist. Ich war schon so ein bisschen schockiert. Wir haben auch hier einen Spiegel mit dabei.
Wow, ich zeige euch das einfach mal. Die Make-up Revolution Palette hat eine richtig angenehme Textur. Die ist nicht so butterig wie die von Essence, die Lidschatten, also von der Hallo Berlin. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich swatch euch hier mal die Farben. Also wirklich, wirklich schön. Also ich war schockiert, weil ich habe von Make-up Revolution schon diese 5, 6, 7 Euro Paletten getestet. Und die waren immer so, ja, ganz nett oder n. Und die kostet, glaube ich, 11,99. Ich habe die bei Rossmann gekauft. Bei Rossmann kriegt ihr noch 10%. Also wenn ihr die App habt und... Richtig geil. Ich habe noch überlegt, die Allure Palette zu holen. Die ist so ein bisschen mehr Neutral Berry noch. Das finde ich, sagt mir von den Farben her ein bisschen mehr zu. Aber die Allure gibt es nicht bei Rossmann. Ich habe mich deswegen bei die oder bei meinem Rossmann. Deswegen habe ich mich für die entschieden und ich bin wirklich zufrieden. Und für das Geld, Leute, ohne Scheiß. Also, wenn ihr eine Alltagspalette sucht, dann begebt euch in diese Forever Flawless Reihe und guckt euch da durch. Die haben auch bunte Paletten. Keine Ahnung, wie die performen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die auch relativ gut sind. Und auf Platz 1, diese Palette benutze ich so unglaublich selten, weil ich nichts in dieser Marke habe, außer diese Palette. Deswegen kann ich die nicht so oft reinbringen. Aber das ist eine der besten Paletten. Und zwar ist es die Carnival XL Pro Palette von Be Perfect mit Stacy Marie. Ave Maria ist das Name. Die Palette ist relativ groß. Die kostet 45 Euro. Ich habe 43, irgendwas in dem Bereich. Ich habe jetzt nicht extra nachgeschaut, aber geil, diese Palette ist wirklich Bombe. Hier auch ein Spiegel mit dabei. Und wie gesagt, die ist sehr, sehr groß und bunt. Alle so, oh mein Gott, ich werde erschlagen von den Farben, aber Leute, Real Talk, für 45 Euro habt ihr hier 43 Lidschatten drin. 43. Das ist nicht normal, wie viel da drin ist. Also ihr zahlt für jeden praktischen Euro und die Textur ist so schön und so angenehm, mit der zu arbeiten. Ne? Die Farben, die ich benutzt habe, ich habe jetzt noch nicht alle durch. Ich habe viele benutzt, aber ich hatte jetzt noch nie irgendwie, dass mein Lid sich verfärbt hat. Also von den bunten Paletten, ich habe von Morphe eine bunte, ich habe von Beauty Bay der Eigenmarke eine und das ist wirklich die beste Palette von den bunten her. Also wenn ihr eine bunte sucht, gönnt euch die ohne Scheiß und keine Ahnung, ich habe die auch sehr lange als Alltagspalette benutzt, weil richtig cool, ihr habt hier einfach schon die Farben gegeben, also hier habt ihr ja so neutral, kühlere Töne, hier habt ihr warm, neutral orange Töne, blau, grün, berries, dann so Pink, Lila, so Rot, Korall, Gelb, Orange und hier habt ihr drei Highlighter, die benutze ich nie. Ich habe den voll oft als Lidschatten benutzt, aber den, den ich eigentlich benutzen könnte, benutze ich nicht, weil ich bin sehr blass. Ich habe so eine typische Porzellanhaut und der hat so Goldreflex und ich finde, das harmoniert nicht so schön. Das ist ungefähr so ein ähnlicher Ton wie in der Ellie Palette, da gibt es ja auch so einen Weiß-Gold-Reflex. Deswegen, ich mag ihn nicht so gerne, aber immerhin ist er drin. Also, falls jemand ihn mag, benutzen will, go for it. Ich swatch auch noch ein paar Farben. Einen Moment bitte. Hier habe ich jetzt 4 Farben random aus den Spalten. Und ihr könnt sehen, richtig, richtig schön. Also, ich mag die unglaublich gerne. Also, Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv Platz 1 für mich. Das Problem ist, ich weiß nicht, wenn einige die kleine, also die normale Carnival Pro Palette haben, weiß ich nicht, ob die sich dann lohnt, weil einige Farben gibt es hier auch irgendwie drin. Das ist so ein bisschen schade. Ich hatte die nicht, deswegen bin ich mega froh, dass ich dann die große geholt habe. Ich swatch euch nochmal ein paar Farben. Ich meine, die Palette hat 43 Farben und ich zeige euch nur 4. Okay, oh Gott. So, hier einmal noch ein Gelb, hier Lila und hier nochmal so ein Orangeton. Also ich bin mega zufrieden. Ich finde, man kann mit denen sehr schön arbeiten, man kann die schön aufbauen. Ich finde, die sind nicht so, boom, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Klar, ich finde jetzt zum Beispiel einige Lidschatten, wo ich jetzt drin war mit den Fingern, sind ein bisschen buttriger als andere im Vergleich. Aber das sind dann eher die Alltagstöne, die so ein bisschen buttriger sind, wo viel aufs Lid kommt direkt, aber die
bunteren, krasseren Farben. Ich finde, die sind auch relativ buttrig dafür, aber ich finde, die kann man schön aufbauen. Also ich finde, das ist so eine perfekte Mitte für mich. Oder wenn ihr sagt, ich gehe jetzt auf einen Monat auf Reisen und ich weiß nicht, ob ich meine Nutris, meine Warmtris, meine Berries mitnehmen will oder Pop of Color haben will. Hier habt ihr alles. Also ich finde die wirklich Bombe. Ich benutze die viel zu selten. Ne? Ich versuche die jetzt öfters in Insta-Tutorials einzubinden, dass ich einfach auch die bunteren Farben öfters benutze, weil ich habe super oft und lange den Ton hier benutzt. Das ist wirklich der Hammer. Das ist so ein schönes, leicht kühles Braun. Richtig schön für die Crease. Das ist so ähnlich wie bei Hatice Schmidt die Farbe Nebula. Nur die ist ein bisschen deckender, hat ein bisschen mehr Farbe. Und dann bin ich immer dann noch drüber mit dem Schimmerton und das war so ein richtig geiler Alltagslook. Und wenn ich Bock hatte, bin ich noch in das Braun rein, um ein bisschen Dimension zu haben. Geil. Und das ist eine Palette, wo ich mir denke, wie kann die 40, 45 € kosten? Wenn ich die benutze, hatte ich das Gefühl, die würde 70 oder so kosten. Locker 70, weil das hätte ich auch von der Palette erwarten können, weil da ist so viel drin. Ja, also klar, mich spricht das Design nicht an. Das ist aber mir dann völlig Schnuppe, wenn ich so viel Farben habe für so wenig Geld. Also 40 € ist immer noch sehr viel Geld, aber für das, was ihr hier bekommt. So, tschüss, und wir sind schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es cool, mal zu sehen, welche 5 Paletten finde ich vom Preis-Leistung her wirklich gigantisch, wo ihr meiner Meinung nach ruhig zugreifen könnt, überlegen könnt, euch die zu holen, wo ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Paletten habt, wo ihr denkt, das. Welche eure Favorite-Palette ist, wo ihr denkt, Preis-Leistung wirklich auch gigantisch. Würde mich auf jeden Fall interessieren, auf welche Palette ihr da schwört. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Gerne abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Ich würde mich mega freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! On your ways from way back when.